gewonnen. Nee. Ich hab gewonnen. Doch, ich hab gewonnen. Weil ich hab dich. Wir müssen Jens abholen. Ja. Aber bei dir vergesse ich immer alles. Also. Essen? Organisiert. Blumen? Bestellt. Einladungen? Fertig. Brautkleid? Ja, das wird nicht verraten. Oh. Ja, sag mal, vertraust du deiner Frau nicht? Doch, aber ich meine, man heiratet doch nicht jeden Tag, oder? Herr Doktor, wir sind ja nervös. Ja. Schaller? Wo denn? Okay, macht schon mal das Boot bereit, ich komme gleich. Du wirst unseren Trauzeugen leider alleine abholen müssen. Ja, aber dann fährst du mich wenigstens noch nach Hause. Ja. Gemacht. Ich habe nach dem Schiffswrack getaucht. Irgendeine scharfe Kante. Ich weiß nicht. Tut's weh? Es tut verdammt weh. Das kann ich mir vorstellen. Das kriegen wir gleich hin. Ich bring's jetzt ins Hotel. Das ist meine Praxis. Da kann man das gut versorgen. Haben Sie Schmerzen? Gut. Schaffen wir alles. Halle! Kannst du mich hören? Ja, wir haben eine Taucherin mit Beinverletzung. Ja, muss genäht werden. Ich schätze, in 3 Minuten sind wir da. Alles klar. Bis gleich. Oder etwa nicht? Maria! Oh, ich freue mich. Ist das schön. Sag mal, wo ist denn die Pflaume? Na, wo wohl? Ah, ich verstehe. Er wurde kurzfristig zu einem Patienten gerufen und schickt dich, um mich gebührend zu empfangen. Ja, mein letzter Wille ist ein Doktor mit Brille. Ich glaub's nicht. Was denn? Du wirst immer schöner. Ach. Ist das die Sonne hier? Naja, es ist immerhin meine Heimatsonne und die strahlt immer am schönsten. Also, wollen wir zu Kostas gehen, in die Taverne, ein bisschen was essen? Das ist eine super Taverne. Ja. Sag mal, was ist das? Ist das für mich? Psst. Hochzeitsgeschenk. Ja. Euch. Geht's Ihnen gut? Ja. So. Leichten Verband und 2 Gehhilfen. Tja, mit Tauchen und Schwimmen wird's in diesem Urlaub nichts mehr. Morgen schaue ich mir die Wunde an und in 5 Tagen kommen die Fäden raus, okay? Okay. Dankeschön. Bitte gerne. Merkwürdig. Als Robert aus unserem Team in München ausgestiegen ist, um dir nach Korfu zu folgen, habe ich gedacht, der ist verrückt. Immerhin einer der renommiertesten Unfallkliniken Deutschlands. So einen Job, den gibt man doch nicht auf,
um auf einer Ferieninsel irgendwelche Urlauberwehwehchen zu kurieren. Und jetzt? Was denkst du jetzt? Ich denke, dass die Entscheidung ziemlich klug war. 5 Operationen an einem Vormittag. Irgendwann frisst dich der Stress auf. Eben, sag ich doch. Stress. Die ganze Zeit hat Dr. Robert Stress und lässt jemanden Maria alleine. Also, für mich ist er Wahnsinn, ne? Maria, noch bist du nicht verheiratet. Noch hast du Zeit, dich richtig zu entscheiden, ja? Für jemanden wie Kostas. Kostas, hör auf, du übertreibst wieder. Robert, sag ich doch. Stress. Hallo, Robert. Gut, dass du anrufst. Ich hab dich nicht erreicht. Stell dir vor, Jens ist nicht gekommen. Ja, der war nicht an der Fähre. Okay, treffen wir uns zu Hause. Tschüss. Liebste Grüße von Robert, er kommt so schnell er kann. Oh, ist das schön hier. Feiern. Ja. Gefällt's dir nicht? Aber natürlich gefällt's mir. Hier. Traumhaft schön. Du heiratest in Weiß mit Schleier und Schleppe. Du, morgen wird mein Brautkleid fertig. Die wird bestimmt gar nichts verraten. Der kommt. Versteck dich. Mach! Ich mach ja schon. Mann. Das ist ja nun wieder ein Klassiker. Ich schwöre, unser Trauzeuge hängt immer noch im OP und lässt sich einen Patienten nach dem anderen unter das Messer schieben und ist nicht mehr erreichbar. Was machen wir denn jetzt? Vorschlag. Erst umarmen, dann anstoßen. Oh, ihr Fiesmöps. Wie hast du das hingekriegt, hä? Dich frei zu machen? Du schaffst doch nicht einen Tag ohne deine Klinik. Du siehst, es geht. Na, was sagst du dazu? Es ist wahnsinnig schön. Ich denke mir, da wird es sich bestimmt wohlfühlen. Wer? Et voilà! Ein Apfelbäumchen. Ja, nicht irgendeins. Ein Berlepsch. Habe ich eigenhändig in einer Nacht- und Nebelaktion im Schweiße meines Angesichts ausgegraben aus deinem beliebten englischen Garten. Ja. Zwischen zwei Blinddarmen. Und einem Beibass. Naja, aber ist doch wunderbar. Jetzt haben wir ein Haus, ein Baum, jetzt fehlt hier nur noch. Das werden wir auch noch schaffen, oder? Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe nur sämtliche Operationen der nächsten Woche schon abgearbeitet. Das war vielleicht doch ein bisschen viel. Dann sollten wir schnell anstoßen, bevor du einschläfst. Ja, ja. Okay. Ja, voilà. Auf uns. Auf uns. Bis später. Viel Spaß. Entschuldigung, wissen Sie, wo ich Dr. Schaller finde? Der Doktor ist zurzeit leider nicht im Haus. Ah ja. Können Sie ihn vielleicht irgendwie telefonisch erreichen? Es geht mir nicht so gut. Johanna Werner. Mama, bist du plötzlich krank? Nein, mir geht's nicht so gut vom Flug, weißt du. So, mein Herz läuft ein bisschen schnell. Aber alles okay. Soll ich bei dir bleiben? Nein, geh du zum Strand, alles gut. Okay, ich habe nur mein Portemonnaie vergessen. Also, bis später. Tschüss.
Na, μήπως έχεις εσύ το κινητό από τον κύριο Δόκτωρ Σάλα. Was nimmst denn da? Vitamine. Komm, lüg mich nicht an. Sag schon. Nix. Mir geht's auch gut. Vielleicht brauche ich einfach nur eine Mütze Schlaf. Na, dann leg dich doch hin. Ich glaube, das mache ich auch. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Brauchst du noch was? Danke, Maria. Alles gut. Der hat doch irgendwas. Ja, dem geht's beschissen. Ist richtig ausgebrannt. Ist ja auch kein Wunder. Ist Tag und Nacht nur für seine Patienten da. Ja, der hat ja auch niemanden, der auf ihn aufpasst, der ihn versteht, der für ihn da ist, für den er da sein kann. Vielleicht sollten wir uns auch noch ein bisschen hinlegen, hm? Mhm. Oh, nein. Schala? Hm? Was hat sie denn? Gut, ich komme. Du musst in die Praxis? Mhm. Okay, dann kuschel ich mich zu Jens. Untersteh dich. Bin gleich wieder da. Dass ich hier Arzt bin. Ich habe dich vom Hotel gesehen, als wir angekommen sind. Nein, ich bin nicht krank. Ich wollte dich wiedersehen. Das gibt's doch nicht. Wie lange ist das jetzt her? Naja, zwei Ewigkeiten, würde ich sagen. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Mann? Ist der hier? Thomas ist gestorben. Das ist ja furchtbar. Du weißt, wie sehr ich ihn mochte. Ich weiß. Er war ja auch ein wunderbarer Mensch. Und ein begnadeter Arzt. Ich habe deinem Mann viel zu verdanken. Wollen wir was trinken gehen? Hast du Zeit? Ein Stündchen für eine alte Liebe. Ich freue mich so, dich zu sehen. Na gut, komm. Ich zeig dir meine Insel. Du warst damals so plötzlich aus meinem Leben verschwunden. Ohne ein Wort zu sagen, warst du einfach weg. Und ich wusste nicht, wohin und warum. Es war eine harte Zeit für mich, Robert. Du warst ja nicht nur eine Affäre, du warst ja meine große Liebe. Ich hab dich auch geliebt. Warum bist du eigentlich nicht zu unserer letzten Verabredung gekommen? Wir wollten auch deine Anstellung als Assistenzarzt feiern. Weil ich an diesem Tag erfahren habe, dass du verheiratet bist. Und zwar mit dem Mann, dem ich meine Assistenzstelle zu verdanken hatte. Also was hätte ich tun können? Hm? Meine Freizeit weiterhin mit dir zu verbringen? Und tagsüber im OP deinem Mann in die Augen zu sehen? Nee, Johanna. Das hätte ich nicht wirklich geschafft. Ich hab's dir halt nicht gesagt, weil ich dich nicht verlieren wollte. Es tut mir so leid, Robert. Auch wenn es schon so lange her ist. Mir hat es auch leid getan. So, jetzt haben wir das Wasser. Dankeschön. Und der Radler für Sie, Herr Doktor. Danke vielmals. Zum Wohl. Du hast einen Radler auf die Insel eingeführt? Ja, weißt doch, dass ich ohne dem Zeug nicht leben kann. Auf unser Wiedersehen. Auf unsere Zeit. Sag mal, als Thomas gestorben ist, hast du da unsere Zeit bereut?
Nein. Und ich könnte es auch gar nicht. Und ich will es auch gar nicht. Und Hubert, bitte entschuldige, ich möchte jetzt lieber allein sein, ja? Es war dumm von mir, dass ich von Thomas Tod angefangen habe. Alles in Ordnung, verzeih. Du weißt, warum du mich findest. Ja. Daniel? Hallo. Hallo. Herr Wanders? Ja, das war ein alter Freund von mir. Ist alles okay? Ja, natürlich. Okay, dann lass uns schwimmen gehen, los. Das ist eine gute Idee. Findest du? Ja, sehr schöner Platz. Gefällt mir. Gut. Du warst ja ganz schön lange weg. Was war denn los? Ja, sehr witzig. Stell dir vor, da taucht eine Frau auf aus meiner Vergangenheit. Vor 20 Jahren. Eine Frau? Mhm. Du meinst eine alte Liebe? Ja. Ja, wie ja? Ja, sie heißt Johanna Werner. Ich war damals junger Arzt. Und sie war die Frau des Chefs. Eine verheiratete Geliebte? Ja, klar. Und wie war die? Na ja, sehr sexy. Sehr elegant. Und sie ist ziemlich auf mich abgefahren. Und du? Ich bin ziemlich auf sie abgefahren. Die macht heute Urlaub. Du wirst sie nie wiedersehen. Was ist, wenn sie krank wird? Dann werde ich sie behandeln. Oh je. Das wäre auch geklärt. Das Wasser ist wirklich toll. Ich habe im Moment keine Lust. Bist du dann so phlegmatisch? Bin ich doch gar nicht. Lass mich einfach. Seit du diesen alten Freund wieder getroffen hast, bist du dann schon komisch, Mama. Aber das stimmt doch gar nicht. Sag mal, hattest du mal was mit dem? Ja, aber das ist schon lange her. Sehr lange. Wie lange? Mama, bist du fremdgegangen? Fremdgegangen? Mein Gott, wie sich das anhört. Und schau mal, ich war jung, ich war neugierig. Ja, ich habe mich in diesen Mann verliebt. Sowas kommt vor, selbst wenn man verheiratet ist. Und Papa? Naja, der war natürlich sehr traurig am Anfang, als ich es ihm gebeichtet habe, aber dann hat er mir verziehen. Wir waren sehr glücklich, dein Vater und ich. So ist es also, ja? Wir sind wegen diesem Mann hier. Wir feiern meinen Geburtstag. Aber das machen wir doch. Alles okay? Was ist denn? Liebeskummer. Hast du mal eine Zigarette? Rauchen macht alt. Möchtest du? Ich bin Lisa. Ich bin Daniel. Machst du auch Urlaub hier? Schön wär's. Ja. Was ist? Kommst du mitschwimmen? Kannst nicht schwimmen, was? Na komm schon, das bringt dich auf andere Gedanken. Komm. Na was ist? Komm schon. Zeig dir eine tolle Bucht, wenn du möchtest.
so Nacht für Nacht alle Frauen her, ja? Nein. Eigentlich bist du die Erste. Und warum ausgerechnet ich? Ich weiß es nicht. Ja, und morgen tut's dir dann leid. Das glaube ich nicht. Wie meinst du das? Au! Hast du dir wehgetan? Schon okay. Und dir? Geht's dir besser oder hast du immer noch Liebeskummer? Hm? Ich hab kein Liebeskummer. Noch nicht. Folgen, follow the car, please. Das Achilleon erhebt sich schneeweiß und majestätisch inmitten der grünen Haine von Korfu. Sissi ließ das kleine Schloss als ihre Sommerresidenz erbauen. Ein Ort der Stille, für eine stolze und zugleich traurige Kaiserin, die sie zeitlebens war. Wenn Sie mir bitte nach draußen folgen würden. Heinrich Heine war der Lieblingsdichter der Kaiserin. Sein freier Geist entsprach ihrem eigenen Bedürfnis nach innerer und äußerer Freiheit. In seinen Gedichten fand sie die Erfüllung, die ihr im wahren Leben versagt blieb. Ja, und wenn Sie mehr über die Tragik der Sissi erfahren möchten, können Sie das gerne in dem Buch Die traurige Kaiserin nachlesen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich bin leider etwas zu spät gekommen. Könnten Sie mir bitte noch mal erklären, wie das Achilleon zu seinem Namen kommt? Sissi benannte das Schloss nach Achill, ihrem Lieblingshelden aus der Mythologie. Also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne die Marmorstatue zeigen, die Sissi von ihm anfertigen ließ. Gerne. Ja, sie steht im Park. Kommen Sie. Sie sprechen hervorragend Deutsch. Sie sind aber Griechin, oder? Ja, ich bin in Thessaloniki geboren. Aber ich habe lange in München studiert. Ach. Mhm. Und wie kommt eine Griechin dazu, sich für österreichische Geschichte zu interessieren? Wissen Sie, mein Vater war Kunstgeschichtler. Also er leitete das Achilleon und hat mich früh mit seiner Leidenschaft angesteckt. Naja, und dann, wie das immer so geht, bin ich selbst in seine Fußstapfen getreten und arbeite jetzt selber hier. Da sind Ihre Eltern sicher sehr stolz auf Sie. Ich denke, das wären sie. Sie leben nicht mehr. Oh, das tut mir furchtbar leid. Ich wollte nicht so persönlich werden. Entschuldigung. Nein, das ist kein Problem. Ich mag neugierige Menschen. Das ist der Achill. Der sterbende Achill. Was machst du denn hier? Ich hab's mir anders überlegt. Ich komm doch mit. Ja, ich dachte, du magst es nicht, wenn man Fische in ihr Leben nimmt, ne? Ich mag's nicht, wenn sie so zappeln. Weißt du, was wir heute Abend machen? Was? Und danach? Danach mache ich dir einen Heiratsantrag. Du willst mich wirklich? Wen denn sonst? Also, ihr zwei. Keine Muscheln mehr ins Ohr, klar? Ja, ja. Gut, ab. Danke, Herr Doktor. Bitte gerne. Tschüss, schönen Urlaub. Tschüss. 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 Gürtelhose eingefangen. Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt. Zeig mal her. Ich halte es nicht mehr aus. Wie satt. Danae, eine Diclofenac. Seit wann hast du das? 2 Wochen. Vielleicht 3. Ja, ich hab's schleifen lassen.
Du weißt aber schon, was passiert, wenn sich das ausbreitet. Virus Enzephalitis. Aber du wirst das zu verhindern wissen. Da, Tabletten, Salbe. Hast du Stress im Dienst? Ja. Oder hat dich wieder mal eine deiner Frauen verlassen, hm? Wird's bald. Apropos, hat sich eigentlich diese Frau bei dir gemeldet? Welche? Elegante Erscheinung, schätze ungefähr unser Alter, dunkle Haare. Und? Sie war in der Klinik und hat sich nach dir erkundigt. Du hast dir natürlich wieder mal alles brühwarm erzählt, hm? Ich habe ihr gesagt, dass du hier bist, ja? Komm mal her. War das die da? Ja, genau. Alles klar. Meine Tochter wird morgen 18 und ich habe eine Yacht, die Horizon, gechartert. Ich hätte gerne ganz viele Blumen und ein Buffet. Und können Sie mir da helfen? Sehr gerne. Sollen wir das später besprechen? Können wir später dann. Ja? Dankeschön. Hallo. Hallo. Du hast dich nach mir erkundigt. Du bist nicht zufällig hier. Johanna, was soll das? Ja, stimmt. Ich habe mich nach dir erkundigt. Ich glaube, da muss ich was klarstellen. Ich bin nicht mehr der Student von damals. Hättest du trotzdem etwas Zeit für mich? Ich möchte meine Tochter vorstellen. Sie hat morgen Geburtstag. Du hast eine Tochter? Mhm. Das freut mich. Bist du nicht allein? Doktor, wie geht's? Gut. Hier? Naja, man tut, was man kann. Wo ist deine schöne Frau? Die habe ich nicht dabei. Oh, mein Herz wird bluten. Und deine Nase wird gleich bluten. Oh, schau dir an, hat er schon die ganzen neuen Sprüche gelernt. Kennst du meinen Freund, Jens? Natürlich. Ja. Wir haben uns doch gesehen, er war doch neulich mit der schönen Frau hier. Ja, hä? Ja. Okay. Was kann ich Gutes für euch tun? Hä? Wasser. Ein Wasser. Mineralwasser. Okay. Und wie immer, ja? Ja. Also, was ist los? Hm? Komm. Die Leute glauben, wir seien Götter und wir hätten jede Situation im Griff. Und am Schluss glauben wir es noch selber. Und konkret? Patientin, Ende 20, klagt über plötzliche Sehstörungen. Ich habe sie untersucht, nichts gefunden. Habe eine Computertomographie gemacht, war nichts zu sehen. Habe ich sie nach Hause geschickt. Hast du keine Magnetresonanztomographie gemacht? Nein, das ist es ja. Die Frau hatte ein Aneurysma im Kopf. Sie erzählt mir, dass sie Doppelbilder sieht. Und da hätte ich natürlich noch ein MRT machen müssen. Dann hätte ich es gesehen. Und? Kurz darauf ist das Gefäß geplatzt. Die Frau ist fast gestorben. Na komm, jetzt mach dich mal nicht verrückt. Ich kenne das doch. Schwarzwang in der Klinik, immer mehr Patienten in weniger Zeit. Und so wie du arbeitest, ist doch klar, dass du ausgebrannt bist. Da bist du nicht der Einzige, dem sowas passiert. Das ist mir egal. Ich hätte weitergehen müssen in der Diagnostik. Ich hätte auf Nummer sicher gehen müssen. Sparzwang hin, Operationsstress her. So ein Fehler darf einfach nicht passieren. Schala? Ja. Sind Sie noch auf dem Boot? Ja. Ja, ich komme. Ich komme, ja. Ist okay. Hau ab. Nela? Nela? Du hast mir ganz schön Schrecken angejagt. Ich habe schon einen Arzt gerufen. Doktor! Doktor! Hallo! Ja, unsere Sonnenanbeterin. Wie ist Jensen? Seele. Fühlen Sie sich?
Mir ist schlecht. Wie lange haben Sie denn in der Sonne gelegen? Ein paar Stunden. Und dann ist sie plötzlich weggetreten. Sehen wir uns mal Ihren Kreislauf an. Sie sollten Ihren Flüssigkeitsverlust wieder aufstocken. In den nächsten Stunden mindestens 2 bis 3 Liter trinken, okay? Mhm. Nehmen Sie das hier. Was ist das? Zucker. Das bringt Ihren Kreislauf wieder in Schwung. Seit wann haben Sie denn das hier? Keine Ahnung. Irgendwann war da so ein dunkler Fleck. Ist der in letzter Zeit größer geworden? Kann sein. Ach komm. Ja. Er ist größer geworden. Da kommen Sie morgen zu mir in die Praxis. Das müssen wir uns ansehen. Vielleicht müssen wir was entfernen. Warum? Was wollen Sie da entfernen? Wieso? Glauben Sie, dass es bösartig ist? Nee. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt erholen Sie sich erstmal. Und morgen sehen wir uns in der Praxis. Und Sie passen auf Ihre Freundin auf. Und nicht vergessen. Trinken, trinken, trinken. Okay. Tschüss. Tschüss. Hast du dich schon erholt? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Oh, nee, leider nicht. Ich habe Besuch aus München, ein guter Freund. Ach bitte, nur ein Viertelstündchen. Das Viertelstündchen kenne ich. Komm, begleit mich zum Auto. Das ist keine einfache Zeit für dich. Du musst deine Tochter vom Vater ersetzen. Sie ist kein Kind mehr und jetzt alt genug, die Wahrheit zu verkraften. Und deswegen bin ich hier, Robert. Und welche Wahrheit? Meine Tochter feiert morgen ihren 18. Geburtstag. Verstehst du? 18. Johanna, was willst du mir sagen? Sie heißt Lisa, da drüben sitzt sie und sie ist auch dein Kind. Darf ich sie dir vorstellen? Entschuldige, ich... Ach bitte, Robert. Sie weiß doch gar nicht, wer du bist. Ich will doch nur, dass du sie kennenlernst. Lisa, kommst du? Johanna, nicht jetzt. Nicht hier. Entschuldige. Was ist los? Ich wollte dir eigentlich Robert vorstellen. Kannst du nicht schlafen? Nee. Hattest du heute einen schlechten Tag? Ja. Was war denn los? Nichts. Ach, Maria, lass mich einfach hier stehen, ja? Hat es mit dieser Frau zu tun? Blödsinn. Was soll denn das mit der Frau zu tun haben? Du hast sie immerhin mal geliebt. Maria. Leg dich schon mal hin. Ich komme gleich nach.
Ja? Ja! Hey, Lisa! Was machst du hier? Komm rein. Warte eine Sekunde. Der Job hier ist nur ein Ferienjob, verstehst du? Eigentlich studiere ich in Berlin Informatik. Setz dich ruhig. Möchtest du was trinken? Hm? Ist was? Was ist denn? Du hast doch was, oder? Na, sag schon, kann ich dir helfen? Alles kommt wieder hoch. Mein Vater, der fehlt mir so. Wieso, was ist mit deinem Vater? Er ist vor 3 Monaten gestorben. Jetzt kommt plötzlich meine Mutter daher und erzählt mir, dass sie fremdgegangen ist, dass sie ihn betrogen hat. Mit diesem komischen Ferienarzt. Was, mit dem Robert Schaller? Ja. Ich habe wirklich gedacht, dass sie ihn liebt. Lisa, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin mir sicher, dass deine Mutter deinen Vater geliebt hat. Ich will heute nicht zurück ins Hotel. Wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir übernachten. Du kriegst das Bett, ich schlafe auf dem Fußboden. Ist okay? Hm? Ich hab morgen Geburtstag. Was? Ich werd 18. Hey, das ist doch schön. Dann, wenn du willst, dann sing ich dir morgen früh ein Geburtstagsständchen. Aber ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du bei mir pennst, ja? Ja, ruf sie an. Lisa, ruf deine Mutter an. Sie hat nur noch dich. Hallo, Mama. Ich bin's. Ich wollte nur sagen, ich schlafe heute nicht im Hotel. Ich erkläre dir das alles morgen. Ist was? Ich weiß es nicht. Er redet nicht, er sagt mir nicht, was ihn quält. Was soll ich denn machen? Ich fahre ja mit ihm in die Praxis. Werde ich schon rausbringen. Will er nicht? Nee. Er hat keine Lust. Geh mal zu Fuß in die Praxis. Gut. Geht's dir besser? Ja. Noch nicht gut, aber ich denke, ich krieg meine Gedanken in die richtige Spur. Aber viel mehr interessiert mich, was mit dir los ist. Na ja. Komm. Raus mit der Sprache. Ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Vergangenheit eingeholt. In Form dieser Frau, die sich bei mir nach dir erkundigt hat? Ja. Sie hat eine Tochter. Die feiert heute ihren 18. Geburtstag. Und das ist auch meine Tochter. Wie bitte? Ja. Du hast eine Tochter? Ja. Und du hast bis jetzt nichts davon gewusst? Jetzt frage ich dich, wie soll ich das Maria erklären? Du kennst ihr Temperament und ihre Eifersucht. Sag's ihr. Musst du. Je eher, desto besser. Sehr witzig. Und wie? Herzlichen Glückwunsch. Und alles, alles Liebe und... Gute und bleib schön gesund und brav. Und genau. Danke. Ach, meine Süße. Mama, das ist Daniel. Ach. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, dann puste doch mal die Kerzen aus. Oh, darf ich? Aber gerne. Ja, und... Ach ja, hier. Ich habe mir gedacht, mal was ganz anderes. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Wie zieht man das an? So. Ja, das steht mir doch gut, oder? Das finde ich auch. Ja, und dann zu deinem 18. Geburtstag habe ich noch eine Yacht gemietet und es gibt ganz viel zu essen und Champagner und sie sind natürlich auch herzlich eingeladen.
Das ist ja total lieb von dir, Mama. Aber eigentlich wollten Daniel und ich... Also ich wollte dem Geburtstagskind Korfu zeigen heute. Ah ja. Na ja, also, dann auf dich, Papa. Alles Gute. Und auf dich. Gell? Mama, darf ich mir noch was wünschen? Na klar. Wir wollten uns eigentlich Motorroller ausleihen. Gut. Aber pass schön auf. Also dann. Also, alles Gute. Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Hallo. Hi. Alles. Ja, hallo, Doc. Hallo. Was habt ihr vor? Also, ich fahre mit Lisa ein bisschen über die Insel. Okay, aber seid vorsichtig. Mach ich. Tschüss. Warte. Hey. Sind der Geburtstag. Für dich allein gelassen. Gehen wir ein Stück, wir müssten reden. Gut. Wusste dein Mann, dass Lisa nicht seine Tochter ist? Ja, aber er hat sie so liebevoll behandelt, als wäre er ihr leiblicher Vater. Warum willst du Lisa jetzt alles anvertrauen? Nach 18 Jahren. Sie hat eine wunderbare Kindheit. Und einen wunderbaren Vater. Ich weiß. Aber es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen. Gut. Ist deine Entscheidung. Ich habe ja eigentlich für heute Nachmittag eine Yacht gemietet. Für Lisa und mich. Magst du mir vielleicht Gesellschaft leisten? Ich muss leider noch in die Praxis. Aber ich kann ja später noch mal vorbeischauen. Na? Guten Morgen. Hallo, alles klar? Ich würde fragen, ob ich vielleicht bei der Operation dabei sein darf. Klar, spricht nichts dagegen. Herr Doktor, die Patientin ist vorbereitet. Okay, wir kommen. Sie machen sich Sorgen, hm? Meine Tante. Sie hatte auch ein Melanom. Konnte sie geheilt werden? Wenn es bei Nela auch bösartig sein sollte, dann sagen Sie es bitte mir. Ich bring's dir schon mit Bein. Na. Jetzt kommen Sie erst mal. Spüren Sie das? Nein. Und da? Nein. Gut. Wenn es alles betäubt, dann können wir loslegen. Und wenn es Krebs ist, was passiert dann mit mir? Wir schneiden das heraus, um die Krankheit auszuschließen. Nicht, um sie bestätigt zu bekommen. Jens! Und? Von wegen Männer das starke Geschlecht. Was hat Robert dir erzählt? Großer Irrtum. Was meinst du denn damit? Ebenso unsicher wie selbstgerecht. Ebenso großmäulig wie feige. Ich rede von meiner Person. Ja, und was fange ich damit an? Weißt du, Männer sind sehr, sehr leicht verletzbar. Das ist so. Ein Mann braucht viel Liebe, Toleranz, Zärtlichkeit. Wenn eine Frau das alles bringt, dann ist ein Mann ganz unbedingt liebesfähig. Was redest du da für einen Schwachsinn? Jetzt mal Tacheles. Was hat Robert dir erzählt? Er hat gesagt, dass er dich nicht verlieren will. Wieso will er mich nicht verlieren? Naja, jetzt wegen allem. Na wunderbar, Dr. Watson. Ist ja großartig. Echt. Die Männer seid alle gleich. Wie die Mafiosis. Halten alle zusammen. Und redet nicht und seid stur wie die Esel. Wo willst du denn hin? Na, zu Robert. Es ist sehr lieb, dass du dir die Zeit genommen hast. Worauf trinken wir? Auf das Geburtstagskind? Nee. Auf die Frau, die das Kind geboren hat. Hm.
hattest mal längere Haare und einen Schuss Kastanien. Ach, kannst du dich erinnern? Na ja, mal. War immerhin eine schöne Zeit. Ja, wir waren sehr verliebt. Wenn ich dich so anschaue, weiß ich auch warum. Tja, und jetzt sind wir 20 Jahre älter. Sieht man dir gar nicht an. Du bist immer noch sehr hübsch. Und du versprühst immer noch deinen Charme wie damals. Komm, lass uns was essen. Hat Lisa Geschwister? Nein, Lisa ist ein glückliches Einzelkind. Thomas hat sie aber auch auf Händen getragen. Seit er gestorben ist, ist sie ziemlich unausgeglichen und sehr empfindlich geworden. Nach so einem Verlust ist diese Reaktion völlig normal. Sie ist hübsch. Eine hübsche Kratzbürste. Eine hübsche, liebe Kratzbürste. Unsere Tochter. Doch. Mit allen. Komm mal her. Was denkst du? Willst du das wirklich wissen? Ja. Ich denke, dass ich dich liebe. Ich weiß, dass ich dich liebe. Du, wenn du heute noch was vom Cafu sehen willst, dann sollten wir langsam los. Calimera ist das? Calimera. Entschuldigung, ich suche meinen Mann. Der Doktor ist, soviel ich weiß, auf die Horizon eingeladen. Auf was? Auf eine Yacht. Frau Werner hat eine Yacht angemietet. Danke. Tja. Ah, ich habe dir was mitgebracht. Danke. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich muss dir noch was sagen. Ich habe eine Freundin. Ich weiß. Und ich finde sie sehr apart. Du kennst Maria? Mhm. Ist das schlimm? Nee, ist nicht schlimm. Wir werden in ein paar Tagen heiraten. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ach, da ist sie ja. Entschuldige. Maria! 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 Ihr auf der Yacht, weil ihre Tochter Geburtstag hat. Fang bitte nicht an zu lügen. Maria, ich lüge dich nicht an. Und bitte fahr ein bisschen langsamer. Das ist mein schönster Geburtstag.
Scheiße, Lisa. Du hast sie geküsst. Ja, ich hab sie geküsst. Auf den Mund. Maria, ich kenne diese Frau seit 20 Jahren. Ich hatte vor langer, langer Zeit eine Affäre mit ihr. Und sie wollte mir... Geh ran. Maria, sie wollte mir... Geh ans Telefon. Schala? Daniel? Was ist mit Lisa? Um Gottes Willen. Hast du die Rettung gerufen? Ich komme. Ja, ich komme. Es tut mir leid, Maria, ein schwerer Unfall. Wir können später sprechen. Komm. Das ist gut. Komm, lass mich mal ran. Ich lass mich mal ran. Geh mal weg. Okay. Und? Sie hat eine Rippe gebrochen. Είμαστε συνάδελφοι. Πιστεύω πως έχει σπάσει κάποιο πλευρό. Πρέπει να την πάμε στο νοσοκομείο. Ναι. Ja, Schaller hier. Können Sie mich bitte mit Frau Johanna Werner verbinden? Ja, Johanna Werner. Es ist Spiros. Robert, was ist passiert? Pneumothorax. Ich vermute, dass sich eine Rippe in die Lunge gespießt hat. Tempo, Tempo, panna Grigora. Grigora. Und? Maria, fahr schon mal nach Hause. Kommst du nicht mit? Ich kann nicht. Du wirst hier nicht mehr gebraucht. Was willst du noch hier? Maria, bitte, ich erklär's dir später. Ich habe schon verstanden. Wo ist Lisa? Was ist passiert? Lisa hatte einen Unfall. Nein. Eine Verletzung der Lunge. Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Du hast recht gehabt. Mit gebrochener Rippe hat sich in die Lunge gespießt. Ich muss sofort operieren. Ετοιμάστε σας παρακαλώ την κοπέλα για την εγχείρηση. Αμέσως. Lass mich operieren. Robert, das kann ich nicht machen. Ich habe in Deutschland jahrelang operiert, das weißt du. Ich darf kein Risiko eingehen. Die Patientin ist meine Tochter. Gut. Lass uns beeilen. Und was fehlt ihr? Das, was ich vermutet habe. Eine Verletzung an der Lunge. Oh Gott. Mach dir keine Sorgen. Ich operiere sie. Okay. Danke. Danke. Oh Gott, Maria, da ist nichts. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ich kenne doch Robert. Ach, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich stecke nicht unter einer Decke, ja? Mit anderen Männern. Niemals. Maria, hör mir bitte zu. Diese Frau, diese Johanna Werner, gehört zu Roberts Vergangenheit. Nun hat die Tochter dieser Frau einen Unfall. Also leistet Robert Erste Hilfe. Das ist die selbstverständlichste Sache der Welt. Erste Hilfe, ja. Aber jetzt kümmern sich die Ärzte im Krankenhaus um das Mädchen. Was will er noch dort? Was will er denn von dieser Frau? Was will er von so einer schönen Frau? Was will man von so einer schönen Frau? Costa, kannst du nur einmal deine Klappe halten? Nur einmal? Dann halte ich die Klappe. Costa, Ate. Mach hier rein. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Ich wollte mit Lisa einen schönen Geburtstag verbringen. Und ja, das merke ich. Und wieso haben Sie nicht aufgepasst? Was heißt, ich habe aufgepasst. Ich habe Ihnen ausgemacht. Wissen Sie was? Sie lassen in Zukunft die Finger von meiner Tochter. Entschuldigung.
schon gut. Ich hab's auch nicht so gemeint. Tut mir leid. Die Nerven. Δεν ακόψε την άρκωση, παρακαλώ. Τα λέω άρπα, κόμπα. Du könntest mir öfter helfen, komm. Nein, danke. Mein Bedarf ist gedeckt. Das war eine Ausnahme. Die Operation ist gut verlaufen. Oh, ein Glück. Aber sie hat eine Menge Schutzengel. Nein, Robert, du warst ihr Schutzengel, du bist ihr Schutzengel. Ich danke dir so sehr. Du kannst jetzt zu ihr. Zimmer 414. Lass uns zusammen gehen. Du gehörst doch dazu. Nein, Johanna, ich muss jetzt nach Hause. Schau mich an. Sagst du mir bitte, was da heute los war? Da war gar nichts los. Ich habe eine OP gemacht. Machst du dich lustig über mich? Du betrügst mich vor meinen Augen mit einer anderen Frau. Nein, Marie, ich betrüge dich nicht. Nicht mit dieser Frau, auch nicht mit einer anderen Frau. Nur diese Frau ist ein Teil meiner Geschichte, meiner Vergangenheit. Eine Frau aus der Vergangenheit, die ständig um meine Nase herum und durch die Gegenwart schleicht. Robert, sie war bei mir. Ja. Sie hat mich ausgefragt. Ja. Sie wollte wissen, wer ich bin, wie ihre Chancen stehen. Ja. Und dann hat sie dich auf die Yacht eingeladen. Ja. Das ist die Wahrheit, wie ich sie sehe. Ja, Maria, das ist die Wahrheit, wie du sie siehst. Aber was du nicht weißt... Was ich nicht weiß, ist, warum ihr Mann sich das gefallen lässt. Herrgott, ihr Mann ist tot! Jetzt sehe ich klar. Sie hat in ihrer Vergangenheit gekramt und dich wieder ausgekramt. Nein, Maria, diese Frau ist auf die Insel gekommen, um mir zu erklären, dass... Weißt du was, sie kann dich haben. Mit deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und vor allem Zukunft. Maria! La carte, c'est la patch. Ah, danke. Keine Historie, keine Zeit. So ein Blödsinn. Keine Zeit. Doktor, was ist mit meinem Befund? Der ist leider noch nicht da. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Nee, das ist die Wahrheit. Die Tante von meinem Freund ist an einer Melanom gestorben. Das hat er mir erzählt. Aber machen Sie sich davon nicht verrückt. Ich habe Angst. Das kann ich gut verstehen. Aber beruhigen Sie sich. Sobald ich den Befund habe, sage ich Ihnen Bescheid, okay? Hm. Also, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Na? Sieht doch ganz gut aus, hä? Jo. Hast du Lust auf einen Kaffee? Klar. Also noch sind wir nicht fertig. Siehst müde aus. Läuft mächtig schief zwischen euch beiden, hm? Kann man wohl sagen. Maria ist total eifersüchtig. Die ist wie ein Vulkan kurz vor der Explosion. Was hast du erwartet? Kaffee? Ja. Zwei Kaffee. Sie ist eine eigenständige, selbstbewusste Frau. Und sie ist Griechin. Deshalb liebe ich sie. Ich will sie nicht verlieren. Schaut schlecht aus. Und Lisa? Ja, Lisa ist meine Tochter. Und wann immer sie mich braucht, werde ich für sie da sein. Na, Lisa und ich, wir haben uns noch nicht mal richtig kennengelernt. Und das Schlimmste ist, Maria weiß von Lisa auch noch nichts.
Du hast es ihr noch nicht gesagt? Na, servus. Aber da kommst du nicht drum rum. Das ist mir klar. Süß, hm? Süß. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Eine sehr gute, wie ich glaube. Du machst weiter. Im Gegenteil. Ich höre auf. Hier. Dies. Kündigst? Spinnst du? Ich war noch nie so klar. Christa. Du bist ein hervorragender Operateur. Du warst immer absolut selbstlos, warst immer für deine Patienten da. Und du warst ein Vorbild für deine Kollegen. Auch für mich. Ich freue mich, dass du das sagst. Ich glaube auch, dass ich ohne meinen Beruf nicht leben könnte. Trotzdem, eine Rückkehr in den Klinikalltag ist für mich undenkbar. Weißt du, ich bin ja erst wenige Tage hier. Aber eines habe ich auf dieser Insel bereits gelernt. Sich Zeit zu nehmen, wofür man Zeit haben will. Ich will Zeit haben für meine Patienten. Aber auch für mich. Und was heißt das jetzt konkret? Ich spiele mit dem Gedanken, mich niederzulassen. Ich denke, ich werde mich verstärkt der ganzheitlichen Medizin zuwenden. Finde ich gut. Das machst du nie wieder. Versprichst du mir das? Versprochen. Motorroller fahren ist nicht mein Ding. Und? Wann kommst du raus hier? Übermorgen. Morgen. Ja, am liebsten gleich. Ein Fischer hat mir ein Boot angeboten. Total billig. Ich könnte eine Hütte bauen. Auf unserer Insel. Spinner. Du, wenn ich entlassen werde, dann komme ich zuerst zu dir in die Taverne, ja? Oh, Mist, die Taverne. Ich hab ganz vergessen, ich muss zur Arbeit. Und du kommst zuerst zu mir. Versprochen? Versprochen. Eine gute Nachricht. Blut- und Lungentest. Alle Werte sind im grünen Bereich. Hübsch sehen Sie aus, wenn Sie lächeln. Was ich Ihnen noch sagen wollte. Sie haben mir das Leben gerettet. Vielen Dank. Bedanken Sie sich nicht bei mir. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Gerettet hat sie Ihr Vater. Mein Vater? Mein Vater ist tot. Urlaub, geh mal surfen. Wer weiß, der nächste Urlaub? Warst du schon beim Arzt? Ja, aber der Befund ist noch nicht da. Meint zumindest der Doktor. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube, er hat Angst, mir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Wir gehen dann zusammen hin, ja? Nein. Nein, ich will es lieber nicht wissen. Hey. Egal, was es ist. Wir stehen das zusammen durch, okay? Ah, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Und? Was ist mit mir? Lesen Sie selbst. Negativ. Kein Melanom. Ich bin nicht krank. Ich kann leben. Dankeschön. Zu viel UV-Strahlen schädigen das Erbgut der Hautzellen. Und auf diese Weise entstehen die Keimzellen für Hauttumore. Also zu viel in der Sonne liegen ist gefährlich. Glauben Sie mir, ich knall mich nie wieder so in die Sonne. Gut. Dann kommen Sie morgen zu mir in die Praxis. Ich will mir die Wunde noch mal ansehen. Und wenn Sie wieder mal einen Fleck auf Ihrem Körper entdecken, lassen Sie ihn untersuchen. Tschüss, bis morgen. Vielen Dank. Ciao.
Alles in Ordnung? Hast du irgendwas? Nein, nein. Ist alles okay. Gut. Und? Was ist mit deinem Doktor? Hast du dich wieder in ihn verliebt? Nein, natürlich nicht. Könnte doch sein. Wie kommst du denn darauf? Das ist kein Problem, ich stehe euch nicht im Weg. Oh, Lisa, mein Gott, du denkst in eine vollkommen falsche Richtung. Ich wollte schon so lange mit dir darüber reden. Bitte lass es mich erklären, ja? Wieso? Ich gönne den Mann. Vielleicht wird sie ihn ja irgendwann mal heiraten. Was soll das denn? Du kannst mir ja wenigstens mal vorstellen, oder hast du Angst? Nein! Der Mann könnte mein Vater sein. Schluss jetzt! Es war ein Fehler, dass ich mit dir hierher gefahren bin. Sobald du entlassen wirst, reisen wir ab. Nein, ich bleibe hier. Lisa, du kommst mit. Nein, ich bleibe hier. Lisa, du kommst mit mir nach Hause. Nein. Oh, Schatz, das ist wirklich das Letzte, was ich wollte, mich mit dir streiten. Entschuldige. Bitte vertrau mir. Lass uns nach Hause fahren und alles wird gut, ja? Bitte. Vertrauen? Ja. Lass mich allein. Geh. Besser. Gut. Wo willst du hin? Zu ihr. Ich muss die Geschichte mit ihr klären. Das geht jetzt nicht. Bitte lass sie in Ruhe. Wieso? Ich will sie nicht verlieren. Johanna, ich will sie dir nicht wegnehmen. Ich will nur, dass Lisa erfährt, dass ich ihr Vater bin. Ich weiß, aber jetzt nicht, Robert, bitte. Das verstehe ich nicht. Was soll dieses Spiel? Du kommst in mein Leben, du konfrontierst mich damit, dass ich Vater bin. Du machst mich von heute auf morgen zum Vater einer 18-jährigen Tochter und jetzt, was soll das? Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Das hat doch mit Schuld nichts zu tun. Ich habe alles gut gemeint und habe alles falsch gemacht. Verstehst du? Ich habe doch gedacht, es tut Lisa gut, wenn sie jetzt endlich ihren richtigen Vater kennenlernt. Ich ihr alles erklären kann, gerade jetzt, wo Thomas nicht mehr da ist. Das war mir doch überhaupt nicht bewusst, was ich da anrichte und dass sie das nicht verkraften kann. Robert, bitte. Wenn du noch ein bisschen Verantwortung übernehmen willst, dann vergiss Lisa. Wir werden nach Hause fahren, vergiss mich, vergiss Lisa und geh zu deiner Frau. Bitte. Eben weil ich diese Verantwortung übernehmen will, muss ich das jetzt tun. Und zwar nicht nur für Lisa, sondern auch für Maria. Ich will mein Leben nicht auf einer Lüge aufbauen. Robert, ich verbiete es dir! Robert! Wo ist Lisa? Sie ist verschwunden. Wo kann sie denn hin sein? Ich fahre dich ins Hotel. Ich suche sie. Entschuldigung.
Sprechen Sie ein wenig Deutsch? Ja. Ich würde gern zu dem Arzt, der im Hotel seine Praxis hat. Sie meinen Dr. Salle? Ja. Wissen Sie, wo der wohnt? Alles klar. Ich kenne die Haus. Wir telefonieren, ja? Gut. Ist ja bei dir. Okay. Komm mal hier. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Herrn Schaller. Sie sind doch. Geht's Ihnen wieder besser? Ich möchte meinen Vater sprechen. Bitte, was haben Sie gesagt? Wen wollen Sie sprechen? Ich bin die Frau von Robert Schaller. Wie? Man hat Ihnen also auch nicht die Wahrheit gesagt? Welche Wahrheit? Ihr Mann ist mein Vater. Marisa da? Du meinst deine Tochter? Maria, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du es auf diese Weise erfährst. Was hast du nicht gewollt? Dass ich es auf diese Weise erfahre? Das hast du nicht gewollt? Alles habe ich auf diese Weise erfahren. Du hast meinen Stolz mit Füßen getreten. Und das verzeih ich dir nun. Glaub mir, es ist nicht einfach, nach 18 Jahren zu erfahren, dass du plötzlich eine Tochter hast. Ich musste mich... Ich möchte nichts mehr hören. Maria, das kann ich gut verstehen. Du bist das Wichtigste auf der Welt für mich. Aber da draußen irrt gerade ein Mädchen herum, das erstens eine schwere Operation hinter sich hat und zweitens gerade erfahren hat, dass der Vater, den sie geliebt hat, nicht ihr wirklicher Vater ist. Ich trage die Verantwortung. Ich muss sie suchen. Geh, Robert. Kann ich bei dir bleiben? Ist das ein Krankenhaus abgehauen? Das ist doch jetzt egal. Meine Mutter hat mich 18 Jahre lang angelogen. Mein Vater war gar nicht mein Vater. Das ist doch alles scheiße. Hey, sehr gut, beruhig dich. Ist gut. Natürlich kannst du bei mir bleiben, hörst du? Hallo, Marie. Was machst du denn da? Ich reise ab. Was machst du? Ich reise zu meiner Schwester nach Thessaloniki. Und wieso? Wieso? Wieso, das fragst du noch? Ja. Ich habe geglaubt, einen Mann zu heiraten, der zu mir hält, der mich liebt, mich respektiert, mit dem ich mir ein neues Leben aufbauen kann. Stattdessen spielt er mir zwei Tage vor der Hochzeit eine ganz billige Komödie vor, mit einer angeblichen Ex-Geliebten, einer Tochter, die nach 18 Jahren zufällig auftaucht. Maria, was redest du denn da? Jetzt komm mal runter, ganz langsam, ganz langsam. Das siehst du vollkommen falsch. Du bist für Robert der wichtigste Mensch. Mach's nicht noch schlimmer. Du hast die ganze Zeit in dieser Inszenierung mitgewirkt. Nein. Ja, ich hab's gewusst. Aha. Aber das heißt doch noch lange nicht... Maria, wenn du jetzt gehst, dann machst du den größten Fehler deines Lebens. Ich liebe diesen Mann, aber nicht um jeden Preis. Meine Fähre geht in einer Stunde. Du entschuldigst? Entschuldigung. Ist Lisa bei dir? Ja. Und? Komm.
Da drüben. Hallo Lisa. Wir haben uns nichts zu sagen. Ich dir schon. Für mich ist das genauso verwirrend wie für dich. Lisa, ich weiß, wie verkorkst es ist. Deine Mutter und ich, wir haben uns damals sehr geliebt. Und sie war verheiratet und das wusste ich nicht. Ich weiß, dass das keine Entschuldigung ist, aber wenn ich gewusst hätte, dass du unterwegs bist, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Ich will das alles nicht hören. Ich kann dich ja verstehen. Dein Vater war ein wunderbarer Mann. Ja. Und deswegen haben sie mit seiner Frau geschlafen. Lisa, als ich erfahren habe, dass deine Mutter verheiratet ist, habe ich die Beziehung sofort abgebrochen und bin aus München verschwunden. Komm, gib uns doch eine Chance, dass wir darüber reden. Was ist mit ihrer Frau? Tja, das ist eine ziemliche Katastrophe. Aber was jetzt das Wichtigste ist, ist, dass du wieder ins Krankenhaus kommst. Du hast nämlich eine schwere Operation hinter dir. Und die steckt man nicht so einfach weg. Auch nicht, wenn man so jung ist wie du. Was ist, wenn ich Nein sage? Lisa, bitte. Ich mach mir wirklich Sorgen. Na komm. So, jetzt muss ich noch das andere Problem in den Griff kriegen. Drück mir die Daumen. Robert, ich muss dir was sagen. Ich war bei dir zu Hause und ich habe mit deiner Frau gesprochen und habe ihr alles erzählt. Das werde ich schon schaffen. Ist alles okay? Ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich. Komm mal her. Ich weiß alles. Ich wollte es dir schon so lange sagen, aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt. Kannst du mir verzeihen? Es geht nicht um mich. Und auch nicht um dich, Mama. Ich habe gerade mit Robert gesprochen. Der hat totalen Stress mit seiner Frau. Ja, aber das hat doch nichts mit mir zu tun. Doch, das hat es. Gib's doch zu. Der Gedanke, ihn zurückzubekommen, hat dir gefallen. Naja, ein bisschen hast du recht. Aber es war eher unbewusst. Weißt du, vielleicht habe ich einfach Angst vor dem Alleinsein. Mein Leben war ja bis jetzt dein Vater und du. Und Papa ist tot. Und du wirst auch bald weggehen. Komm. Bring das mit Robert und Maria wieder in Ordnung, ne? Okay. Hallo. Gott sei Dank, ich versuche die ganze Zeit, dich zu erreichen. Wo ist Maria? Sie ist weg. Was heißt, sie ist weg? Ganz weg. Oder beziehungsweise noch nicht ganz, aber um genau zu sein, in 47 Minuten. Dann nehme ich Lady ihre Fähre ab. Warum hast du sie nicht zurückgehalten? Ich denke, das musst du machen. Worauf wartest du noch? 47 Minuten. Und was ist mit Lisa? Alles okay. Komm schon, komm schon. Nur noch 45 Minuten. Mist. Ich ruf den Taxi. Nee, lass es. Das dauert zu lang. Viel Glück. Maria? Johanna! Nein! Maria hat mich verlassen! Nein, sie ist auf dem Weg! Nein, sie ist auf dem Weg zur Fähre nach Thessaloniki. Ja. Johanna, ich habe jetzt keine Zeit. Verdammt nochmal.
Was wollen Sie? Sie können ihn haben. Das habe ich mir vielleicht vor 20 Jahren gewünscht. Wissen Sie, Maria, ich habe damals einen großen Fehler gemacht. Ich habe Robert verschwiegen, dass ich verheiratet bin. Und als er das rausgefunden hat, hat er unsere Beziehung beendet und ist fortgegangen. Aber er wusste nicht, dass ich schwanger bin. Was ist das? Lesen Sie. Ich bin jetzt in der 9. Woche schwanger und kann unser Baby schon im Ultraschall sehen. Melde dich bitte. 9.12.85. Unbekannt verzogen. Robert hat diesen Brief nie bekommen. Aber warum jetzt? Warum nach so langer Zeit? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich erst während meiner Schwangerschaft begriffen, was für einen tollen Mann ich an meiner Seite habe. Ein Mann, der mich liebt und der ein wunderbarer Vater für mein Kind war. Aber Sie lieben Robert immer noch. Maria, ich bin hier, damit Robert weiß, dass er eine Tochter hat. Gut, vielleicht habe ich mir auch etwas vorgemacht, ja. Ich bin einsam. Aber seit damals ist so viel Zeit vergangen. Und das Einzige, was ich wirklich weiß, Robert liebt sie. Signomi. Ajipitumo Maria, mein lieber Robert. Glück lässt sich ja bekanntlich nicht erzwingen. Aber wie man sieht, lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Robert, du hast gehandelt. Du hast deinem Schicksal eine Richtung gegeben. Du hast gekämpft. Und was hast du davon? Eine wunderschöne, kluge Frau. Und außerdem bist du praktisch über Nacht gleichsam wie die Jungfrau zu einer erwachsenen Tochter gekommen. Und Heimat? Heimat ist ja nicht da, wo man wohnt, sondern da, wo man liebt und geliebt wird. Durch dich, Maria, und mit dir hat Robert beides gefunden. Ein traumhaft schönes Fleckchen Erde und eine wunderbare neue Heimat. Auf das Glück! Auf die Liebe. Und wie man hier sagt, Narcissite. 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 Okay, jetzt wird getanzt. Aus. Kostas, du bist unschlagbar. Das merkst du jetzt erst. Jetzt ist es zu spät. Ey. Politiker,